Leben ist konstanter Fortschritt, Wachstum und Lernen. Wir können uns entscheiden zwischen einem Leben in Mittelmaß, welches unsere grandiosen Fähigkeiten verkümmern lässt, oder einem Leben, wie es sich der Schöpfer für uns ausgedacht hat. Von einer Errungenschaft zur nächsten überzugehen, zu wachsen, zu lernen, zu lieben. Eine indische Weisheit verdeutlicht dies. Sie stellt uns vor die Wahl, ob wir als Muschel oder Adler leben möchten. Nachdem Gott die Erde und die Ozeane ersonnen hatte, erschuf er eine Muschel und platzierte sie auf dem Meeresgrund. Alles, was sie tun musste, um zu überleben, war, ihre Klappe zu öffnen und zu schließen, Tag ein, Tag aus. Das Meerwasser floss durch ihre geöffnete Klappe, wessen Mikroplankton sie ernährte. Klappe auf, Klappe zu. Auf, zu. Auf, zu. Ein aufregendes Leben, nicht wahr? Dann erschuf Gott den Adler. Erhebt sich der Adler mit seinen kräftigen Flügeln in windige Höhen, ist kein Weg zu weit für ihn. Kein Ziel unerreichbar für ihn. Er ist frei. Wenn er etwas erreichen möchte, kann er es tun. Allerdings muss er es natürlich selbst tun. Was der Preis dieser Freiheit ist. Er muss jagen, um sich und seine Nachkommen zu ernähren. Er trägt Verantwortung. Diesen Preis bezahlt der Adler aber gerne. Nun erschuf Gott den Menschen. Er führte ihn zuerst zu der Muschel, dann zum Adler und forderte den Menschen auf, sich zu entscheiden, welches Leben er führen möchte.